Donnerstag, der 10. Februar 2022. Heute gab es schon eine Vorlesung. Das war ja die letzte Vorlesung. Und jetzt kommt das letzte Lehr-Lernvideo, weil wir eben nicht ganz durchgekommen sind. Diesmal wirklich nur noch ein kurzes. Ich wiederhole nochmal Lemma 11.3.6. Das kam wahrscheinlich am Ende der Vorlesungsaufzeichnung zu kurz. Sei A eine quadratische Matrix über dem Körper K. K war ja immer hier der Körper der reellen oder der komplexen Zahlen. Und seien X und Y aus K hoch N, also Vektoren, reelle oder komplexe. Dann gilt, dass das Standardskalarprodukt im K hoch N sein und das auch. Ja. Das Standardskalarprodukt von A Stern X, das ist die komplex konjugierte transponierte Matrix von A, das ist wieder eine N Kreuz N Matrix. Das Standardskalarprodukt von A Stern X mit Y ist gleich dem Standardskalarprodukt von X mit AY. Bei der Definition eines selbstadjungierten Endomorphismus eines Vektorraums mit Skalarprodukt, da hat man so eine ähnliche Bedingung. Da hatten wir dieses Skalarprodukt von diesem, da hatten wir ein Skalarprodukt und dann hatten wir hier, da waren x und y Vektoren und da hat man hier, wenn f die Abbildung ist, dann hat man gesagt, f ist selbstadjungiert. Wenn f von x, Skalarprodukt von f von x mit y, immer das Skalarprodukt von x mit f von y ist, für alle x und y, für alle Vektoren x und y. Und hier haben wir jetzt was ganz Ähnliches, was halt immer gilt, da habe ich halt, der Unterschied ist, dass ich hier A Stern schreibe. Also wenn ich hier A schreiben würde, dann wäre das genau, also das würde für alle x und y gelten mit A statt A Stern, genau dann, wenn A selbst adjungiert ist natürlich. Aber hier schreibe ich A Stern und dann gilt es eben immer. Ja. Und der Beweis ist einfach Rechnerei. Machen wir es mal. Beweis. Also Skalarprodukt von A Stern mit X, A Stern X mit Y ist ja, das Standardskalarprodukt, das kann ich ja so schreiben, dass ich hier den ersten Vektor nehme. Das ist also als Spaltenvektor, dann komplex konjugiert transponiere ich den, dann wird es praktisch ein Zeilenvektor. Und dann multipliziere mit diesem Spaltenvektor, mit dem zweiten Vektor hier. Okay? So kann ich ja das Standardskalarprodukt immer auffassen. Ja? Oder ja, Standardskalarprodukt von x mit y ist eben x Stern mal y, wenn x und y als Spaltenvektoren aufgefasst werden. Gut. Und ja, für diesen Stern, da hat man ja eine Rechenregel gehabt. Diese Rechenregel, die bezog sich auf Matrizenmultiplikation. Und das ist ja Matrizenmultiplikation. So Zeilenvektor mal Spaltenvektor ist ja nur ein Spezialfall der Matrizenmultiplikation. Also dann haben wir, dann kann ich eben das da anders schreiben. Ich kann das schreiben als x Stern. A Stern Stern, aber A Stern Stern ist natürlich A. Das heißt, ich kann es schreiben als, machen wir es erstmal langsam. X Stern A Stern Stern und mal Y, ja. Und Klammer muss ich da ja nicht. Und dann haben wir, dann A Stern Stern ist natürlich A. Ja, wenn ich zweimal transponiere, kriege ich wieder die ursprüngliche Matrix. Wenn ich zweimal komplex konjugiere auch. Und eben für komplex konjugieren, transponieren auch. Dann haben wir hier x Stern a y. Und das ist halt Standardskalarprodukt von x mit a y natürlich. Gut, fertig. Also das war einfach. Gut. Dann Proposition, die war sogar vielleicht noch in der Vorlesung ganz kurz angesprochen, weiß nicht, ob das auf der Aufzeichnung noch drauf war. 11.3.7 mache ich aber hier nochmal. Proposition für A, für alle A aus K hoch N Kreuz N, für alle quadratischen Matrizen A über dem Körper K, gilt, dass A selbst adjungiert ist
genau dann, wenn A-Stern gleich A. Ja, vielleicht nicht mehr sehr erstaunlich, weil wir hier gesehen haben, dass A-Stern sozusagen, dass ich halt das A hier rüberschieben kann mit dem A-Stern. Und wenn A-Stern gleich A ist, dann kann ich eben das A rüberschieben und das ist genau die Eigenschaft einer selbstadjungierten Matrix. Übrigens, vielleicht sollte ich noch nachholen, man kann natürlich dieses Lemma, das habe ich auch in der Vorlesung schon gesagt, kann ich für auf A Stern statt A anwenden. Ja. Und dann habe ich hier, wenn ich hier A schon einmal Sterne sozusagen, mit diesem orangen Stern, dann habe ich ja hier A Stern Stern. Und dann kann ich ja die zwei Sterne geben ja ein, die kann ich ja dann, die heben sich ja gegeneinander weg. Dann steht halt das da. Also ich könnte genauso gut sagen, AX, Klabrut von AX mit Y ist gleich X A Stern Y. So muss man sich nicht merken, wo das A Stern und wo das A Stern Stern hin muss, weil das eigentlich egal ist. Ja? Okay. Ist ganz gut zu wissen natürlich. So. Genau, und A selbst adjungiert genau dann, wenn A Stern gleich A. Nicht mehr so wahnsinnig überraschend. Dann beweisen wir schnell mit dem Lemma da oben. Beweis. Also A selbst adjungiert. Genau dann, wenn für alle x, y aus k hoch n gilt, dass A x, y gleich x, a, y. Ja, weil ein Matrix ist ja selbst adjungiert, wenn die zugehörige lineare Abbildung f, wenn a ist selbst adjungiert, die Matrix a, wenn f Index a selbst adjungiert ist und das ein Endomorphismus eines Vektorraums mit Skalarprodukt selbst adjungiert ist, heißt ja dann diese Bedingung, dass sich das darüber schaufeln kann im Skalarprodukt. Gut, und dann haben wir hier, das ist genau dann der Fall, wenn für alle xy aus k hoch n gilt, axy. Jetzt kann ich das hier, mit dem Lemma kann ich jetzt die rechte Seite ersetzen durch Skalarprodukt von a Stern xy. Okay, und dann haben wir hier genau dann, wenn a gleich a Stern. Die eine Richtung ist klar. Wenn a gleich a Stern, dann ist das trivial. Für die andere Richtung, das ist sehr einfach. Da nimmt man einfach, da setzt man für x und y einfach Einheitsvektoren ein. Wenn ich hier den i-Einheitsvektor und hier den j nehme, dann sieht man sofort, dann kriege ich ja hier erstmal die i-te Spalte von a. Und ja, vielleicht nehme ich hier den j und hier den i, dann ist es so, wie wir die Indizes meistens handhaben. Dann habe ich also hier die j-te Spalte von a. Nimm davon dann den i-Eintrag. Ja. Dann habe ich also hier den Eintrag in Zeile i Spalte j von a und hier denselben den entsprechenden Eintrag von a Stern. Sonst sehe ich, also wenn das da gilt, dann sind die Einträge von a und a Stern dieselben, dann sind diese Matrizen dieselben. Gut. Okay, gut. Also das war einfach. So, also für eine Matrix kann man ganz einfach nachprüfen, ob sie selbst adjungiert ist. Sieht man fast sofort, einfach schauen, ob ihre komplex konjugiert transponierte die Matrix selber ist. Ja? So, und das sieht man halt einfach durch Hinschauen normalerweise. Ja? Gut, und jetzt machen wir 11.3.8 Lemma. Sei A aus K hoch N Kreuz N eine quadratische Matrix über dem Körper K selbst adjungiert. Und sei Lambda, ja, K kann R oder C sein, ja. Also A ist eine reelle oder eine komplexe Matrix, aber jede reelle Matrix ist auch eine komplexe Matrix. Also in jedem Fall ist A eine komplexe Matrix, ja. Und ist tatsächlich auch, wenn man es als komplexe Matrix auffasst, also wenn A jetzt zufällig reell sein sollte dann, und K die reellen Zahlen sind, dann, also wenn K die reellen Zahlen sind, dann ist A reell. Und dann die Selbstadjungiertheit heißt dann einfach, dass A transponiert gleich A ist. Ja?
Und weil a ja reell ist, dann gilt auch a Stern gleich a, weil das komplexe Konjugieren tut ja dann nichts zur Sache. Und dann wäre es auch als komplexe Matrix natürlich selbst adjungiert. Ja? Also wenn a als reelle Matrix selbst adjungiert ist, dann ist natürlich auch als komplexe Matrix selbst adjungiert hier. Das sieht man zum Beispiel hier. Und ja, und jetzt nehme ich ein Lambda aus C, also auch im reellen Fall lasse ich zu, dass Lambda in C ist und setze das ein in Chi A. Chi A ist eigentlich ein Polynom über dem Körper K natürlich. Ja? Also wenn K die reellen Zahlen sind, ist es eigentlich ein reelles Polynom. Ja? Ist aber dann damit auch ein komplexes Polynom, weil er adjungiert x natürlich Timing ist von C adjungiert x. Ja, und ja, in jedem Fall kann man auf verschiedene Weisen sogar sehen, aber in jedem Fall kann ich das Lambda hier einsetzen. Das macht auf jeden Fall immer Sinn. Auch wenn k die reellen Zahlen sind. Also ich kann eine komplexe Zahl da einsetzen. Was ich suche, ist sozusagen eine komplexe Nullstelle. Normalerweise sucht man die Nullstellen ja im selben Körper, über dem das Polynom ist. Aber hier suche ich in jedem Fall, auch im reellen Fall, eine komplexe Nullstelle oder ich betrachte komplexe Nullstellen. Gut. Und wenn ich so eine komplexe Nullstelle habe, dann ist sie in Wirklichkeit reell. Dann ist sie in Wirklichkeit reell. Das ist hier das Tolle, gell? Gut, also das müssen wir beweisen. Ja, also wenn k die reellen Zahlen sind, dann habe ich schon gesagt, dann ist a auch als komplexe Matrix selbst adjungiert. Und ja, das charakteristische Polynom ist natürlich auch dasselbe. Egal, ob ich a als reelle oder komplexe Matrix auffasse. Und von daher kann ich einfach immer voraussetzen, dass kann ich immer k gleich c voraussetzen. Also ohne Einschränkung k gleich c. Okay, und dann ist Lambda die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Das ist dann, das sind ja die tatsächlich dann die Eigenwerte. Also dann ist Lambda ein Eigenwert von A. Ja? Wenn ich eine Matrix habe über einem Körper, dann betrachte ich ja normalerweise nur die Eigenwerte über diesem selben Körper. Zumindest haben wir das erstmal so gemacht. Aber weil jetzt k gleich c ist, betrachte ich wirklich die komplexen Eigenwerte. Dann ist Lambda ein Eigenwert von a. Okay? Das heißt, ja, weil das ja genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind, das haben wir ja schon längst gelernt. Und das heißt, was heißt es denn, ein Eigenwert zu sein? Das heißt, es gibt einen Eigenvektor dazu. Das heißt, es gibt ein x aus c hoch n ohne 0. Eigenvektoren sind per Definition niemals 0. Sodass a mal x gleich lambda mal x ist. So, jetzt folgt, es folgt jetzt, dass. Ja, jetzt kommt ein kleiner Trick. Lambda mal das Skalarprodukt von x mit sich selber, ja, ist gleich, ich kann das Lambda in den zweiten, ins zweite Argument reinziehen, ist gleich Skalarprodukt von x mit Lambda x. Lambda x ist aber ax. Aber selbst adjungiert, das heißt, ich kann das a auf die andere Seite bringen. Okay, jetzt ist aber ax ist wieder Lambda x. Jetzt aus dem ersten Argument muss ich aber das Lambda mit komplex konjugiert rausziehen. Also nicht Lambda, sondern Lambda Stern. Ja, und daher behaupte ich, und daher gilt Lambda gleich Lambda Stern. Warum? Weil dieses Skalarprodukt von x mit x wegen der positiven Definitheit des Skalarprodukts ist es ungleich 0. Ja, und dann kann ich dadurch teilen im Körper der komplexen Zahlen. Und ja, und dann kriege ich Lambda gleich Lambda Stern. Genau. Fertig. Okay, und jetzt kommen wir zum letzten Satz der Vorlesung, oder ja, Korollar gibt es da noch.
ist einer der wichtigsten Sätze natürlich der Vorlesung. Wäre schade, wenn am Ende was ganz Langweiliges käme. Also, in diesem Satz benutzen wir den Fundamentalsatz der Algebra, den wir ja nicht wirklich bewiesen haben, obwohl wir eine Beweisskizze gegeben haben, aber die benutzte Sachen aus der Analysis, die Sie vielleicht noch nicht ganz kennen. So, und deshalb habe ich Ihnen versprochen, damit wir da nicht irgendwie einen Zirkelschluss reinkriegen, immer wenn ich den Fundamentalsatz der Algebra benutze, dann schreibe ich das hin. Im Skript habe ich das durch eine Fußnote gemacht. Hier machen wir das mal explizit, so dass wir wissen, wir brauchen diese Voraussetzung, das müssen wir dann einfach immer mitschleppen, bis der Fundamentalsatz dann mal wirklich bewiesen ist, bis Sie sagen, jetzt habe ich einen Beweis gesehen. Gut, Psi V, Fundamentalsatz der Algebra, besagt ja, dass jedes Polynom vom Grad größer gleich 1 über den komplexen Zahlen eine Nullstelle hat, eine komplexe Nullstelle hat. Psi V ein endlich dimensionaler Vektorraum mit Skalarprodukt. Reell oder komplex natürlich. Und F ein selbst adjungierter Endomorphismus von V. Dann gibt es eine ONB, eine Orthonormalbasis von V, die nur aus Eigenvektoren von F zu reellen Eigenwerten besteht. Die aus Eigenvektoren von F zu reellen Eigenwerten besteht. Also auch im reellen Fall sowieso, aber auch im komplexen Fall sind alle Eigenwerte von F reell. Alle komplexen, sozusagen in Klammern, Eigenwerte von F reell. Ja, ist vielleicht nach dem letzten Lemma gar nicht mehr so erstaunlich, aber ja, das werden wir auch noch im Detail besprechen. Und insbesondere gibt es eine Basis bestehend aus Eigenvektoren von F, und das heißt, insbesondere ist F diagonalisierbar. Gut, also das Rote brauchen wir dann nicht mehr beweisen. Wir müssen nur die Existenz dieser ONB, die aus Eigenvektoren von F zu reellen Eigenwerten besteht, beweisen. Wie geht es jetzt? Beweis. Wir machen Induktion nach der Dimension von V. Induktion nach n gleich Dimension von V. V ist ja endlich dimensional. Ja, so, das ist eine nicht negative ganze Zahl. Dann der Induktionsanfang für n gleich 0. Ja, was müssen wir da zeigen? Da ist V ein nulldimensionaler Vektorraum. Das ist aber dann der Nullraum mit Skalarprodukt, und F ein selbst adjungierter Endomorphismus von V. Das ist ziemlich langweilig. Das ist einfach die Abbildung, die die 0 auf die 0 abbildet und sonst nichts macht. Gut, und da muss ich zeigen, dann gibt es eine Orthonormalbasis von V, die aus Eigenvektoren von F zu reellen Eigenwerten besteht. Ja, ich kann aber das leere Tupel ist sozusagen eine Orthonormalbasis von V. Ja, und weil die ja gar keine Vektoren hat, sind alle Vektoren da drin auch Eigenvektoren von F zu reellen Eigenwerten. Fertig. Gut, also das ist, da ist nichts groß zu zeigen. Das können wir abhaken. Und dann für n Induktionsschritt von n minus 1 nach n, für jedes n, für jede natürliche Zahl n. So, wir zeigen zunächst, dass f einen reellen Eigenwert besitzt. Ja, also auch im komplexen Fall zeigen wir, dass es einen reellen Eigenwert besitzt. Also wir zeigen erstens, dass es einen Eigenwert besitzt, und zweitens, dass der sogar reell ist. Genau, auch im komplexen Fall. So wählt man nämlich eine Orthonormal, so man kann, V ist ja ein Vektorraum mit Skalarprodukten, da haben wir ja gelernt,
dass der dann ein endlich dimensionaler Vektorraum mit Skalarprodukt besitzt eine Orthonormalbasis. So eine wähle ich, nenne ich W. Und A sei die Darstellungsmatrix von F bezüglich der Basis W. Ja, in der heutigen Vorlesung haben wir gelernt, weil W eine Orthonormalbasis ist, ist diese Darstellungsmatrix dann selbstadjungiert. Ja? Also die Selbstadjungiertheit von F überträgt sich hier auf diese Darstellungsmatrix, weil W eine Orthogonalbasis ist und weil ich hier wirklich nur eine Basis habe. So, dieselbe Basis im Start- und Zielvektorraum, nämlich immer W. Gut, und dann ist A selbstadjungiert, habe ich gerade gesagt. Jetzt haben wir ja, in A selbstadjungiert ist jede Nullstelle des charakteristischen Polynoms von A ist reell. Gut, daher jede komplexe Nullstelle des charakteristischen Polynoms von A ist reell. Gut, und jetzt brauche ich nur noch das charakteristische Polynom von F ist natürlich das von A. Ja? Genau, und es gibt ein solches Lambda, so eine komplexe Nullstelle Lambda gibt es wegen dem Fundamentalsatz der Algebra, weil der Grad von Chi F natürlich n ist und Größe gleich 1 ist. Ja? Genau, also hier benutze ich den Fundamentalsatz der Algebra. Nach dem Fundamentalsatz der Algebra. Gut, jetzt haben wir also diese Vorbemerkung, dass F einen reellen Eigenvektor besitzt. Einen reellen Eigenwert besitzt. Ja? Jetzt nehme ich dazu einen Eigenvektor. Ja? Das ist dann Vektor aus V. So, wir wählen nun einen Eigenvektor U aus V zu diesem Eigenwert dass F einen reellen Eigenwert Lambda, schreibe ich hier mal, besitzt, und dann wählen wir einen Eigenvektor U und V zu diesem Eigenwert Lambda in R. Ich wähle mir einen reellen Eigenwert Lambda und dann wähle ich zu diesem einen Eigenvektor U zu diesem Eigenwert Lambda. Ja? U ist natürlich nicht der Nullvektor, weil ein Eigenvektor niemals der Nullvektor ist. Gut, und jetzt setze jetzt Groß U, soll der Spann von U sein. Das ist dann eindimensionaler Unterraum. Einfach die Menge aller skalaren Vielfachen von U, eine Gerade durch den Nullpunkt. Ja? Gut, da F selbstadjungiert ist, und das ist jetzt einer der springenden Punkte in dem Beweis, gilt, dass das Bild von U senkrecht, vom orthogonalen Komplement von U, Teilmenge von U senkrecht ist. Rechnen wir das mal nach. Denn ist V aus U senkrecht. Da müssen wir zeigen, F von V steht auch auf jedem Vektor von U senkrecht. Dazu betrachten wir das Skalarprodukt von F von V mit einem beliebigen Vektor U aus, eigentlich ein beliebiger Vektor aus U, aber es reicht ja, weil U erzeugt ist von klein u, reicht es mit klein u zu testen. Ja? Das heißt, ich muss nur sagen, ich muss nur dieses Skalarprodukt ausrechnen und zeigen, dass das 0 ist. Aber das Skalarprodukt von F von V mit U, ja, jetzt nutzt man natürlich die Selbstadjungiertheit aus, ist ja das Skalarprodukt von F mit F von U. Ich schaufle das F auf die andere Seite, weil F selbstadjungiert ist. Ja, und U war ja ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda. Das heißt, das ist das Skalarprodukt von V mit Lambda U.
Und aus dem zweiten Argument kann ich das Lambda hier rausziehen. Und dann habe ich hier Sklavprodukt von V mit U. Aber U ist ja in V war ja in U senkrecht und U war in U. Das heißt, dieses Sklavprodukt ist auch 0. Also kommt hier 0 raus. So. Gut, das heißt, U senkrecht, das Bild von U senkrecht ist enthalten in U senkrecht. Nun kann man, nun betrachte ich F eingeschränkt auf U senkrecht, und zwar will ich auch den Zielbereich, auch den Zielvektorraum will ich, ich will auch U senkrecht jetzt auch als Zielvektorraum haben. Genau, das ist jetzt ein selbstadjungierter Endomorphismus des Vektorraums mit Skalarprodukt U senkrecht. Ja, natürlich, also ich habe ja das Skalarprodukt auf V, das kann ich einschränken auf U senkrecht, Kreuz U senkrecht. Es gibt mir dann natürlich ein Skalarprodukt auf U senkrecht, in diesem Sinne ist U senkrecht auch wieder ein Vektorraum mit Skalarprodukt. Und die Selbstadjungiertheit von F auf V als Endomorphismus von V vererbt sich natürlich sofort und gibt mir die Selbstadjungiertheit von diesem F eingeschränkt auf U senkrecht als Endomorphismus von dem Vektorraum mit Skalarprodukt U senkrecht. Gut, also ein selbstadjungierter Endomorphismus dieses Vektorraums. Es gilt, eins plus die Dimension von U senkrecht ist gleich die Dimension von U. U ist ja eindimensional, plus die Dimension von U senkrecht. Ja, weil V endlich dimensional war, da hat man diese Formel, dass das gleich die Dimension von V ist. Und das war N. Das heißt, also die Dimension von U senkrecht ist n minus 1. So, nach Induktionsvoraussetzung, angewandt auf den selbstadjungierten Endomorphismus F eingeschränkt auf U senkrecht und den endlich n minus 1 dimensionalen Vektorraum U senkrecht, wissen wir, dass es eine ONB von U senkrecht gibt, die aus Eigenwerten von F eingeschränkt auf U senkrecht zu reellen Eigenwerten besteht. Also nach Induktionsvoraussetzung gibt es eine ONB V2 bis Vn von U senkrecht, die aus Eigenvektoren von F zu reellen Eigenwerten besteht. Naja, eigentlich erst einmal Eigenvektoren von F eingeschränkt auf U senkrecht, aber das sind ja dann auch Eigenvektoren von F natürlich, ja, zu denselben Eigenwerten. Gut. Und setzt man jetzt noch V1 an als U geteilt durch U war dieser Eigenvektor, den wir da gewählt haben damals. Und den normiere ich noch, sodass er also Norm 1 hat. Also ich nehme V geteilt durch die Norm von U. Also das ist 1 durch die Norm von U mal U. Das ist praktisch eine Skalardivision, Skalarmultiplikation mit einem Inversen. Gut, also da haben wir V1 ist U geteilt durch Norm von U. So erhält man eine ONB V1 bis Vn von V. Klar, weil die V2 bis Vn sind paarweise senkrecht aufeinander und haben alle Norm 1. V1 hat jetzt auch Norm 1, habe ich gerade so hingebastelt. Und U war ja senkrecht auf jedem Element von Groß U, von Groß U senkrecht. Und die V2 bis Vn waren ja in U senkrecht.
Ja, und damit ist V1 auch senkrecht auf V2 bis Vn. Und damit ist V1 bis Vn ein Orthonormalsystem und als solches sind die darin vorkommenden Vektoren linear unabhängig, das wissen wir auch. Und es sind n Stück und der Vektorraum ist n-dimensional und damit erzeugen V1 bis Vn ganz V und damit ist es dann eine Orthonormalbasis. Gut. Und die VIs waren ja alle Eigenvektoren zu reellen Eigenwerten. Also können wir hier noch dazu schreiben, die aus Eigenvektoren zu reellen Eigenwerten besteht. So, jetzt ein Korollar zu diesem wunderschönen Satz. Und das ist jetzt wirklich das letzte Resultat der Vorlesung 11.3.10. Korollar. Und auch hier brauchen wir wieder, es gelte der Fundamentalsatz der Algebra. Es gelte der Fundamentalsatz der Algebra. Ja, nicht, dass ich später mal im Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra dieses Korollar da benutze, dann, obwohl ich dort schon den Fundamentalsatz benutzt habe, dann würde ich, da könnte ich dann, so könnte man vielleicht Sachen dann beweisen, die gar nicht wahr sind. Ja. So, es gelte der Fundamentalsatz der Algebra sei, übersetzt man in Matrizensprache, sei A eine n-Kreuz-n-Matrix über dem Körper K, K die reellen oder komplexen Zahlen, und sei A selbst adjungiert. Dann gibt es eine reelle Diagonalmatrix D, n-Kreuz-n-Matrix, reell sogar, auch im komplexen Fall reell, und eine orthogonale Matrix P, aus K hoch n Kreuz n mit A gleich P Stern dP. Insbesondere ist A diagonalisierbar. Ja, wir hatten, dass A diagonalisierbar ist. Das war dazu äquivalent, dass es eine invertierbare Matrix P gibt mit A gleich P hoch minus 1 dP. Und wenn es hier eine orthogonale gibt, dann ist ja das P Stern so, ist ja dann das P hoch minus 1. Also und die ist dann invertierbar und dann ist das P Stern ist das P hoch minus 1. Von daher sieht man sofort, dass das hier stärker ist als, oder dass das zumindest die Diagonalisierbarkeit impliziert. Das heißt, dieses insbesondere ist A diagonalisierbar, ist dann klar. Und ja, und jetzt müssen wir halt zeigen, dass diese orthogonale Matrix und diese reelle Diagonalmatrix gibt. Gut, Beweis ist nicht schwer mit dem, was wir schon haben. Also wähle mit dem Satz eine ONB, mit dem vorherigen Satz eine ONB von K hoch n, die aus Eigenvektoren von A zu reellen Eigenwerten besteht. Genau, ja, ja, ich kann ja den vorherigen Satz anwenden auf den endlich dimensionalen Vektorraum mit Skalarprodukt k hoch n, nämlich das Standard-Skalarprodukt, und für f nehme ich die Abbildung fa. Und die ist ein selbstadjungierter Endomorphismus, weil a selbstadjungiert ist. Und dann gibt es eine Orthonormalbasis von V, die aus Eigenvektoren von fa zu reellen Eigenwerten besteht, also aus Eigenvektoren von a zu reellen Eigenwerten besteht. Gut, und dann setze ich P als die Darstellung, als die Matrix des Basiswechsels von der Basis E in die Basis V. Das ist also, das ist M, ich hätte auch schreiben können, M von der Identität auf K hoch N. Nee, Entschuldigung, auf, genau, M von der Identität auf, ja doch, K hoch N. EV.
Also E ist die Standardbasis von K hoch N und V ist diese ONB. Aha, der hätte ich ja einen Namen geben sollen, weil er eine Orthonormalbasis V von K hoch N, die aus Eigenvektoren von azurellen Eigenwerten besteht. Gut, und also P ist diese Matrix des Basiswechsels von E nach V. Die ist dann orthogonal, weil, ja warum? Weil die Standardbasis und V beides Orthonormalbasen des K hoch N sind, mit Standardskalarprodukt. Und die Identität ein Isomorphismus von Vektorräumen mit Skalarprodukt ist. Ja? Gut, die Identität auf K hoch N. Also ist es orthogonal. Das heißt, wir haben P Stern P gleich IN, so kann man es zum Beispiel sagen, dass es orthogonal ist. Und wir haben P Stern, wir haben auch P Stern gleich P hoch minus 1. P Stern ist das Inverse von P. Und das Inverse von P ist die Matrix des Basiswechsels von V nach E. Das haben wir auch mal gehabt, dass sich das dann gerade umdreht. Und also haben wir dann das A, A ist ja die Darstellungsmatrix von FA bezüglich der Standardbasis und das ist M von VE mal M von FA V mal M von E V. Gut, also ich gehe hier von der Basis E nach V, dann von V nach V. Dann von V nach E, also insgesamt von E nach E, das stimmt also. Von den Abbildungen her habe ich hier die Identität, schalte dann dahinter FA, schalte dahinter die Identität, da bekomme ich also FA, das stimmt also alles. Gut, und das ist also hier P Stern DP, wobei D gleich die Darstellungsmatrix von FA bezüglich dieser Basis V ist, die aus lauter Eigenvektoren von azurellen Eigenwerten besteht. Und die ist dann, ja, weil sie Darstellungsmatrix bezüglich einer Basis aus Eigenvektoren ist, ist sie natürlich eine Diagonalmatrix und weil diese Eigenwerte, die dazu gehören, sogar reell sind, ist sie sogar eine reelle Diagonalmatrix. Fertig, ja. Bedanke mich für die tolle Zeit, die wir hoffentlich nicht allzu schlimme Zeit, die wir im Vorlesungssaal und auch hier ja, elektronisch mehr oder weniger zusammen verbracht haben. Im Vorlesungssaal ein bisschen mehr, elektronisch ein bisschen weniger. Danke für die Geduld. Entschuldigen Sie, dass die Videos teilweise sehr lang wurden. Ich glaube, wir haben viel gelernt und wir lernen auch noch viel, weil man sollte natürlich, kann den Stoff nicht auf einen Schlag erfassen. Man muss nach und nach immer wieder die Sachen anschauen. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß jetzt und in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Vielen Dank, Wiedersehen.